So, hallihallo und herzlich willkommen zu dem neuen Projekt Portal 2. Ja, wir haben ja Portal 1 abgeschlossen und ich habe ja bereits gesagt, dass ich dann Portal 2 dann starten möchte, weil das Spaß macht und so. Also, mir zumindest. Und außerdem ist es der zweite Teil, weil ich den ersten gespielt habe, ist das logisch, wenn ich dann den zweiten spiele, glaube ich, irgendwie. Portal hat einmal den Singleplayer-Modus und einmal den Koop-Modus. Wir werden aber erstmal den Singleplayer spielen und mit dem neuen Spiel starten sozusagen und mit dem Höflichkeitsbesuch. Auf geht's! Also ich habe das Spiel selber auch schon vorher einmal durchgespielt, deswegen, ja, ist nicht ganz blind, aber es ist schon eine ganze Weile her. Ich habe extra gewartet, so. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay. Mach mal. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Ja. Flup! Das kann ich. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Das kann ich bestimmt auch. Bam! Gut. Yay. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Supi. Oh, die kann springen. Yay! An der Wand befindet sich ein Gemälde. Supi. Stellen Sie sich bitte davor. Okay. Das ist Kunst. Sie hören den Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Gut zu wissen, dass das Kunst ist. Das ist nicht schön, dieser Berg. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ah ja, wunderschön. Und dazu gucken wir uns nochmal die Kunst an. What? Gut, fuck you! Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Mann, ich wollte doch aber noch die Musik hören. Komm ich ins Bad? Ich muss mal pissen. Geht nicht. Puh. Was macht sie nun, wenn sie jetzt mal auf Toilette muss, ja? Und das Telefon sieht ziemlich alt aus. Hier? Geht das auf? Ne, das geht auch nicht auf. Ja, ich gehe ja schon ins Bett. Ist ja gut. Ich hab's verstanden. Lass mich in Ruhe. Ihr seid gemein. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Ist jemand da drin? Hallo? Hallo? Furchtbar gut aus. Nein, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Ein kleiner Tipp. Okay. Irgendwo festhalten? Oh, was läuft im Fernsehen? We are experimenting. Oder so? Hörst du mich? Experiencing Hallo? Technical difficulties. Okay, supi. Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Toll. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Springen. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Apfel gesagt. Okay, das war lange genug dran. Weiter so. Oh Gott, ich habe echt lange hier gelegen. Die Kernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Was? Zur Hölle. Oh Gott! Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich bin hier ganz schön in der Klemme. Du? Wie geht's dir da unten? Hältst beschissen. Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, warum das mich? Das ist ganz schön knifflig. Oh Gott. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Hör doch auf damit. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Weiß auch nicht. Ja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Oh Gott. Ist da genug Platz für mich? Ich glaube nicht. Hilfe! Ich muss hier erstmal durchkommen. Oh Gott. Okay, ich muss mich konzentrieren. Dann aber warte mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet? Ein kleiner Zusammenstoß. Hilfe. Angst. Hör doch auf.
Bitte! Dazu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Von wegen Tod und so. Ja, genau, das werde ich sagen. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Ich fliege! Rum! Gute Nachricht! Das ist keine Andockstation! Super! Das Rätsel wäre also gelöst! Ganz toll! Ich versuche es jetzt manuell! Könnte kompliziert werden! Manuell! Ein bisschen Geduld! So würde ich das auch nennen! Manuell! Oh Gott! Fast geschafft! Aha! Du suchst eine Waffe, die Löcher macht! Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken! Also, schön bei der Sache bleiben jetzt! Die Portalkanone, also... Oh Gott! Es ist offen! Ja, Angst. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Ja, ich kann springen. Yay. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Ich spring rüber. So ist es gut. Problem. Das kann ich. Bestimmt irgendwie. Ah, hier, das ist... Das ist die... Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Radio! Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Okay. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Okay. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Okay. Geht los. Toll, ich will mein Radio mitnehmen, auch wenn es keine Musik macht. Aber das Radio, ich glaube, das ist auch genau dieselbe Kammer, bei der ich das erste Mal angefangen habe, im Portal 1, oder? Kann das sein? Sieht awesome aus, irgendwie. Ja, es ist tatsächlich Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Ja, ich weiß. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Okay. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Mein Radio! Emanzipationsgrill aktualisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Ganz toll. Ja, das weiß ich. Aber der sieht anders aus als im ersten Teil, ne? Irgendwie ist der jetzt flächiger. Nicht mehr so Blitze-Dingsy, sondern so wie so eine Fläche. Schön. Einfach schön. Und Fahrstuhl. Die sind wenigstens geblieben. Irgendwie. Naja, mal gucken, wie es weitergeht hier. Ja. Tim. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Und dann? Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh, schön! Schön! Lecker! Da stehe ich drauf. Sachen aus mir rausnehmen. Ja, Testkammer Nummer 1. Würfel auf Knopf. Das ist auch die, oder? Ist das die? So ein bisschen. Ich glaube schon. Moment, ich will den Würfel erstmal. Also will ich hier drücken. Und dadurch. Ah, ne, die war anders. Die im Portal 1. Aber so ähnlich war die auch. So. Und dann da. Aber so finde ich die Variante besser. Da musste man. Weil bei dem ersten musste man ja immer dann ewig warten, ehe das Portal wieder dort ist, wo es hin sollte. So, Tür auf. Und. Moment, wo ist Ausgang? Dort hinten. Da gibt es auch nochmal einen Knopf. So. Und dann... Aber sie läuft nicht mehr schneller, wenn sie springt. Gut. Der verspringt sie schöner. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind ihre Tests unbeaufsichtigt. Okay. Schön. Bevor sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben sie sich ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ganz toll! Ganz toll! Für ein Interview werde ich wiederbelebt. Danach werde ich dann wieder... getötet oder was? Das klang zumindest so irgendwie. Ach, ihr seid doch so gemein mit mir. Echt mal, Leute. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Ja. Das sah schön aus, dieser riesen gefleckte Turret, der irgendwie alle unterwirft. Trolls. Okay. Ja, schön.
Kann man mal machen. So. Und Testkammer Nummer 2. Yay, yeah, ja. Na bitte, geschafft! Hi! Ja, ich hab's geschafft. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Echt wo? Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Ha. Willst du mal schnell nachsehen? Wo soll ich denn hin? Wo soll die denn runtergefallen sein? Au, 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 au. Hilfe. Angst. Ja. Hallo? Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nö. Ich sehe hier gar nichts. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Oh Gott. Ja, ich lebe noch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Okay, Portalkanone. Ich warte. Yay. Ich warte eine Stunde. Oh, was sind hier so für geile Zeichnungen dran, ey? Falls ich deine Leiche das ist auch finde, cool. Werde ich sie begraben. Sehr gut. Das ist nett von dir. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Ja. Du nicht tot bist. Oh Gott, was ist hier so los? Hier sind überall wilde Zeichnungen. Ich glaube, das ist GLaDOS, die irgendwie alle total fertig macht. GLaDOS, hier freuen sie sich noch. Dann macht sie kaputt. Und da bin ich, hey! Da bin ich mit Kuchen. Yay! Ich und Kuchen. Ja, und da ist die Portalkanone nochmal. Und da bin ich schon wieder. Wieso bin ich hier überall? Komisch. Eigenartige Sachen sind eigenartig und... Oh, das war gerade irgendwie blöd. Puh. Irgendwie bewegt sich gerade meine Maus nicht und die läuft viel zu lange. Wenn ich die Taste loslasse, läuft sie noch ein Stück. Ist irgendwie eigenartig. Naja, das kriege ich hin. Irgendwie. Achso, ich hätte auch einfach mal das Portal da unten hinsetzen können. Zack. Das ist gerade voll komisch, die Steuerung. Das werde ich dann nachher nochmal überprüfen. Die Maus bewegt sich auch nicht so, wie sie soll. Ein bisschen hochstellen, die Sensitivität. So. Irgendwie leckt so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl, bei meinen Bewegungen. Das ist eigenartig. Naja. Werde ich nach dem Part mal überprüfen. Das kriege ich hin. Irgendwie, hoffe ich. So, und hier sind wir jetzt hier. Toll. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Toll. Ganz toll. Was bringt mir das jetzt? Da bin ich wieder hier vorne. Und dann will ich... Achso, ja klar. Ich will es da hochsetzen, damit ich dann da rauskomme. Logisch. Oh Gott, diese Steuerung. Die macht mich fertig. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ja, ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ich wollte gerade sagen, ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich darum kümmern, genau, weil die ja auch alle nicht da sind, weil die Welt von irgendwelchen Barbaren regiert wird oder so. Gott. Und ich werde wieder belebt. Fein Interview. Ja, nett von euch. Ihr seid die Besten. Aperture Science, ihr seid echt die Allerbesten. Oh Gott. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Super. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. Okay. 3, 2, 1. Sehr gut. Das beruhigt mich ungemein. Wirklich. Sehr sogar. Richtig. Ja, da seufzt sie ab. Okay. So viel dazu. Ich würde den Part erstmal hier beenden. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne abonnieren oder mir konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Sukanos und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!